Hallo und herzlich willkommen zurück bei Pokémon Smaragd Nuzlocke Challenge. Ja, beim letzten Mal haben wir die Arena von Moosbach City betreten, haben alle Trainer besiegt und stehen jetzt vor diesen beiden. Ja, und das, ich habe ein bisschen Sorge, aber ich glaube, unser Team ist bereit. Ich bin nochmal zurückgegangen nach Seegrassub City und habe Blizzard besorgt. Einmal für Olina und einmal für Lilly. Mit den beiden werden wir den Kampf hier auch bestreiten. Ich weiß nicht, ob es was wird, aber wir versuchen es einfach. Ich habe Olina auch noch ein anderes Item gegeben, Lilly noch ein anderes Item gegeben, nämlich ewiges Eis. Ich weiß nicht, ob es was bringt. Ich bin gespannt. Ich würde einfach sagen, let's go und auf die Plätze, fertig, los. Bist du überrascht? Hihihi, bist du überrascht, dass es hier zwei Arena-Leiter gibt? Dass es hier zwei Arena-Leiter gibt? Wir sind Zwillinge. Wir brauchen nicht zu sprechen. Wir wissen, was der andere gerade denkt. Gedankenübertragung. Diese doppelte Stärke. Kannst du sie besiegen? Das weiß ich nicht. Aber wir werden es versuchen. Vier Pokémon, okay. Altaria und Dragonir. Das ist nicht unbedingt schwer. Puh, Leute. Da sind wir wieder. Okay, Weißnebel ist nicht so stark. Oh Mann, ich habe so Angst schon wieder. Oh, Drachenwut. Okay, Drachenwut macht nicht so viel Schaden. Blizzard von Lilly, das macht sehr viel Schaden und friert vielleicht sogar ein. Okay, wenn Olina jetzt trifft, da. Okay, aber wenigstens haben wir Dragonir raus. Wenigstens ist Dragonir raus. Gut. Erstes Pokémon von denen besiegt. Das heißt, auf der einen Seite haben wir nur noch ein Pokémon. Okay, ein Draschel, das ist okay. Das ist safe. Leute, ich bin wirklich vorbereitet gewesen. Und das hat scheinbar auch Früchte getragen. Oder trägt jetzt gerade Früchte. Ha, Hilfe! Scheiße. Ich glaube, ich muss einen Trank einsetzen. Tschüss, Altaria. Also was jetzt noch schlimm sein kann, ist, wenn er jetzt einen guter Lander oder so hat. Oder sie. Ja, schütze ich leider wieder selber. Ein Draschel wäre jetzt auch nicht so geil. Dragonir, okay. Ja gut, okay. Das geht. Allerdings hat Dragonir auch Drachenwut. Wir müssen jetzt sowieso einen Trank einsetzen. Okay, Dragonir heilt sich. Wir sind sowieso im Trankbereich. So, Olina greift mal an. Nee, warte mal. Olina heilt mal ganz kurz. Und Lilly greift aber an. Okay. Das ist safe, oder? Noch nicht. Slam trifft nicht. Draschel hat Schutzschild einsetzen wollen. Draschel heilt sich hoch. Dragonir, da wird jetzt ein Trank eingesetzt. 100 Pro. So, Doppel-Blizzard nochmal. Leider geht uns das Blizzard langsam aus. Was nicht so geil ist. Ah, so kann man natürlich einen Kampf auch in die Länge ziehen. Okay. Bin nicht begeistert. Weil wir mit Olina haben wir noch mehr von dem Blizzard. Wir haben auch noch Eiseskälte, also dreimal noch. Hier haben wir es nur noch einmal. Wenn das nicht trifft,
Wenn das nicht trifft. Oh. Oh nein, Leute, was ist das jetzt gerade hier? Leute, wir haben... Das kann doch nicht sein, dass sie jetzt beide... Ja, Blizzard hat leider auch keine hundertprozentige Trefferchance, aber Drasche ist besiegt, okay. Das heißt nur noch Dragonier. Dann haben wir den Sack zugemacht. Ich hatte nicht erwartet, dass es so einfach wird. Sollen wir es versuchen? Komm. Ist eigentlich unnötig, weil, na, schade. Ich hätte es gerne mit Eiseskälte beendet. Aber dann beenden wir es einfach mit Blizzard. Nice. Nicer Arena-Leiterkampf. Man merkt, wenn man vorbereitet ist, dann klappt das alles ein bisschen besser. Ich hatte es wirklich schlimmer. Was? Unsere Kombination wurde auseinandergerissen. So sieht's aus. Du hast gewonnen. Daher überreichen wir dir dies. Boah, das wäre mir voll nervig, wenn jedes Mal jemand meine Sätze beenden müsste. Den Mentalorden. Und das heißt, wir haben 7 Orden, Leute. 7 Orden. Der nächste Arena-Leiterkampf wird ja jetzt erstmal länger dauern, bis wir den machen können. Gedankengut. Oh, nice Attacke. Nice Attacke. Puh. Ah, ich freue mich gerade so ein bisschen. So. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es weitergeht. Und wie, vor allen Dingen, was das Level Cap jetzt ist, das weiß ich aktuell leider auch gar nicht. Das kann ich jetzt in dieser Folge auch nicht mehr gucken. Naja, nicht schlimm. Aber ey, wir haben gewonnen. Oh. Oha. Was kommt jetzt? Team Magma? Oh, Scott. Ein Brief an das Raumfahrtzentrum. Oh. Hier sieht alles etwas maroder aus. Trotzdem, die Rakete ist sicher gestartet. Das war der erfolgreichste Start Nummer 7. Die Gauner von Magma haben unser Raumfahrtzentrum im Visier. Aber wir können es niemandem erlauben, den Raketenstart zu gefährden. Das ist eine Ankündigung eines Diebstahls an die Belegschaft des Raumfahrtzentrums. Wie geht es euch? Wir hoffen gut. Schon bald werden wir euch einen Besuch abstatten, um euren Raketentreibstoff zu stehlen. Bitte versucht nicht, uns aufzuhalten. Wir nehmen den Treibstoff auf jeden Fall mit, egal was ihr unternehmt. Und dass die Landmassen wachsen. Team Magma. Okay, Leute. Ich glaube, wir müssen Team Magma mal wieder eins auswischen hier. Wie angekündigt, wollen wir den Raketentreibstoff haben. Das kann ich leider nicht zulassen, Leute. Team Magma Rübel mit einem Larvita. Olina, ich glaube, da bist du genau die Richtige für. Auch hier kannst du Blizzard natürlich wieder einsetzen. Blizzard ist eigentlich eine ziemlich gute Attacke. Gerade für Olina, leider haben wir ja noch keinen Eisstrahl. Und Larvita. Blizzard hat ja auch eine erhöhte Chance, das gegnerische Pokémon einzufrieren. Komm, wir haben Ben und Svenja geschafft, da schaffen wir hier locker noch die Sachen. So, der letzte Arena-Leiter ist ja dann nur noch der in Xenoville. Boah, der letzte Arena-Leiter. Alter, wie geil ist das einfach, den letzten Arena-Leiter bald zu treffen. Unsere erste Nuzlocke hier auf YouTube neigt sich so langsam ihrem Höhepunkt zu. Freu mich.
Lilly, komm doch mal nach vorne hier. Wir waren nicht offen und wir waren dich offen und ehrlich. Wir sind nicht hinterhältig. Was seid ihr dann? Nur weil man eine Warnung offen ausspricht, heißt das ja nicht, man wäre nicht hinterhältig. Aber egal. Oh, ein Dodu. Lilly. Wir haben übrigens, Lilly und Ramon haben einfach fast denselben Ruf. Das ist so lustig schon wieder. Und wir haben einfach ein komplettes Kanto-Team außer Gun. Aua. Was soll das? Kannst du jetzt mal mit Blizzard treffen? Bitte? Jetzt so? Ich wechsle mal lieber auf Ramon. Jetzt hört nämlich mal den Ruf von Ramon. Das ist einfach nur ein bisschen tiefer. Das ist so gut, ey. So, tschüss Dodu. Eigentlich können wir Ramon auch nach vorne setzen, also der macht ja alles weg hier. Ramon. Wir sollten dich doch Heimtückischer sein, okay. Gut, dann geht Lilly halt wieder nach hinten. Entschuldigung. Dann räume ich halt mit Ramon auf. Hallöchen. Wir sind hinter dem Raketentreibstoff her, welcher im Raumfahrtzentrum gelagert wird. T-Magma-Rüpel mit einem Gag-Abor. Auch dagegen hat Ramon natürlich was. Er ist eine Allzweckwaffe mit Feuerschlag und Donnerschlag und Himmelhieb und was nicht sonst noch alles. Eishieb wäre noch cool. Wenn wir noch mal irgendwann eine Herzschuppe finden, bringe ich Ramon auf jeden Fall noch Eishieb bei. Ich finde cool, dass wir den haben. Ich hatte damals ein Nocturne. Das war das einzige alte Pokémon, was ich damals bei Pokémon Schwert und Schild mit ins Team genommen habe. In meinem Durchspielteam. Bitte, kannst du mir etwas Treibstoff geben? Das kleinste Tröpfchen würde schon reichen. Och, guck mal, wie er sich jetzt bettelt hier. Unser Boss hat mich angewiesen, absolut niemand durchzulassen. Tja, mal gucken, ob du das nach dem Kampf immer noch so siehst. Ich dachte, das wäre Kalle, aber das ist nicht Kalle. Oh, Pelipper. Ja, hier. Guck mal. Darf nur keine Flugattacke machen. Vielleicht kommt der aber auch gar nicht mehr dazu. Ah, oh, es ist so cool, Nocturne dabei zu haben. Das ist so eine willkommene Verstärkung des Teams. Corazon. Guck mal, da kann man sogar dieses nervige Corazon endlich mal besiegen. Auf Anhieb. Leider überlebt Corazon noch und macht eine Blubstrahlattacke. Die dürfte aber jetzt nicht allzu viel machen. Aber wir sollten immer festhalten, wir haben schon mal einen Simsala gehabt, haben uns damit sicher gefühlt und dann ist Simsala grausam besiegt worden durch Finale. Karnimani, hey. Och man, Karnimani wäre auch so cool. Oder so ein Impergator. Überhaupt mal wieder einen Starter im Team zu haben, wäre schon nice. Ack, ack. Was ack? Was heißt denn ack? Hä? Ack? Guck mal, wie er uns bereitwillig Platz macht. Das ist wundervoll. Dankeschön. So, ich würde sagen, wir machen das hier weiter mit Ramon. Dafür, dass er schon in der Arena... Was ist los mit dir? Wir sind drei und trotzdem willst du gegen uns antreten? Aber natürlich. Du bist ein rücksichtsloses Etwas, oder? Okay, ich fange an. Ja, komm her mit Kleinstein. Oh. Ah, warte, da können wir Himmelhieb machen. Da können wir Himmelhieb machen. Und bam. Ich lieb's einfach. Warum haben wir nur nicht schon früher so ein cooles Pokémon gekriegt? Ich habe verloren, ich Narre.
Sei nicht zu erleichtert, jetzt komme ich. Volbeat. Auch dagegen haben wir natürlich wieder was. Leider ist Volbeat auch ziemlich schnell. Wir haben auch einen Volbeat, ne? Auf der Box noch liegen. Achso, Togepi ist dann übrigens jetzt vom Namen wieder frei, ne? Also wer gerne das Togepi sein möchte, meldet euch einfach. einfach sagen, ich möchte ein Togepi sein. Wer möchte das nicht? Und denkt dran, Togepi entwickelt sich zu etwas Coolem vielleicht. Vielleicht. Ich habe auch verloren. Ah. Ich wette, du sehnst dich nach einer Pause, aber die gönne ich dir nicht. Die brauchen wir auch nicht. Ramon wird auch mit dir fertig. Glaub mal. Ein Schnäppke. So, Schnäppi. Jetzt geht's dir an den Kragen. Oder auch noch nicht, weil du feige bist. Das Haar von dem Mikro entfernt. Da war ein Haar drauf. Oh, guck mal, ein Knirscher. Wie süß. Und tschüss. Spieler besiegt die Magma Rübel, den letzten. Wir hätten eine Pause einlegen sollen. Das hätten wir wirklich machen sollen. Habt ihr aber nicht. Dankeschön. Ich gehe dann weiter, ne? Warum will Team Magma unseren Raketentreibstoff überhaupt haben? Ja, das frage ich mich jetzt aber auch. Hat das was mit Deoxys zu tun? Ja, und hier endet die Aufnahme leider abrupt, weil mir da während der Aufnahme die Platte leider vollgelaufen ist und deshalb die Folge dann so abrupt endete. Ist aber kein Problem. Ich habe das kurz danach auch gemerkt und ihr habt also nichts Wesentliches verpasst. Ich habe das dann halt das Spiel gespeichert und dann erstmal die Platte entleert. Es geht jetzt nächstes Mal ganz regulär weiter an der Stelle, wo die Aufnahme auch abgebrochen ist. Ich bin vielleicht zwei Schritte, drei Schritte nach vorne gegangen, aber ansonsten ist da nicht viel passiert. Und ich würde einfach sagen, ich bedanke mich an dieser Stelle dann jetzt fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert auch gerne den Kanal. Und wie gesagt, die heutige Folge ist dann einfach ein bisschen kürzer. Es tut mir unheimlich leid, aber ich konnte jetzt da leider nicht mehr viel dran ändern. Es geht halt einfach regulär dann weiter gegen Marc und noch einem Team Magma, Mitglied. Ich weiß nicht, ob das wer das da hinten noch ist, ob das ein einfacher Rüpel ist oder ob das vielleicht sogar Kalle ist, das weiß ich jetzt nicht. Ihr werdet es auf jeden Fall in der nächsten Folge dann sehen. Die stehen ja da hinten mit, also ich bin ja schon ein bisschen weitergegangen, ich weiß nicht, ob man es in der Aufnahme noch gesehen hat. Da stehen ja Treu, Marc und noch ein Magma-Mitglied. Diesen Kampf, also ich nehme an, es wird nächstes Mal dann einen Kampf geben. Den werden wir dann nächstes Mal machen und ich sage einfach mal bis zum nächsten Mal und tschüss.